Wollte ich eigentlich gerade mal testen. Deswegen habe ich ihn eigentlich weggebaut. Aber so ein bisschen an. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Weil. Also das wird es also ein Ast einer kleinen Plattform, also mit so einem Mini-Mini-Plattform. Ja, schon mit einem Häuschen drin, ich will echt in jeden Ast. Okay, alles klar. Also wir, dann kannst du den Ast machen und ich mach mal den anderen hier, okay? Ich hab nur noch keine Ahnung, wie das irgendwie im Endeffekt aussehen soll. Ich müsste das jetzt irgendwie zeichnen, wenn du irgendwie neben mir sitzen würdest, dann könnte ich das ungefähr so, wie ich mir das so vorstelle, weißt? Weil ich stelle mir das halt so vor, dass halt so ein Ast rausgeht und der dann irgendwie so im Endeffekt, du läufst halt so über diesen Ast hier drüber, guck, du läufst über den Ast so drüber und dann kommt so eine Plattform, so eine bisschen größere. Also angenommen, hier ist dann die Plattform irgendwie so. So, ich mache das aber mal ganz kurz hier an dem Ast. Kann man auch wieder wegmachen. So eine Plattform. Also nichts Großes, sondern so, nur sowas hier, wie ich jetzt gerade zum Beispiel gebaut habe. Okay, ein bisschen größer. So. So. Sowas hier zum Beispiel. Und dann hast du dann hier an der Seite dein Blätterdach. Ich habe jetzt gerade 11 Blätter dabei, das reicht irgendwie nirgendwo hin. Und dann geht hier sein Blätterdach irgendwie so nach oben. Weißt du? Und dann hast du halt hier dann irgendwie. Es muss dann wahrscheinlich auch zwei hoch machen, aber dass es nicht so überdimensional aussieht. Und dann geht halt hier so ein kleines Blätterdach halt drüber. Wo du halt dann einfach drinnen dann irgendwie so ein kleines Fenster reinmachen kannst. Und da halt dann irgendwie noch so ein Bett stehen hast, eine Workbench, einen Ofen und fertig irgendwie. Weißt du, so was ganz Kleines. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Genau, und vom Stamm her ist es ja so eigentlich schon irgendwie übel gut, wie du das machst. So hätte ich es auch gemacht. Warte mal, hier noch so ein bisschen, dass man auch sieht, dass der Stamm den irgendwie so ein bisschen trägt. So, aber an sich würde ich den Stamm zum Beispiel so lassen. Warte, ich geh mal runter. Nicht so. Weil irgendwie, ich finde, das kann man von hier oben megamäßig schlecht einschätzen, ob das Ganze gut aussieht. Ja, irgendwie. Deswegen wollen wir mal kurz auf die Burg gehen. Ich glaube, der Baum, der, ich glaube, der Ast, der wird irgendwie breiter nach hinten. Ja, warte, lass den mal so. Ich würde den mal so jetzt lassen. Lass mal kurz auf die Burg gehen und mal von dort gucken. Nee, Markus, die testen sich aus. Durch die Plattform sieht es aus wie eine Keule. Aber im Endeffekt wird ja die Plattform. Entweder wir machen den Ast dicker. Und wir müssen die Plattform halt echt komplett mit Blättern umhüllen. Ja, das machen wir ja auch ein Stück weit irgendwie, oder? Ja, dann ist es in Ordnung. Aber wir müssen halt wirklich Blätter drauf. Ich bin gerade mal auf so. Max, es ist noch nicht final. Komm nochmal zurück. Lass mal das Ding mit Blätter einkleiden. Und dann gehen wir beide mal auf die Burg. Okay, das ist wirklich also ein halbgarn Asch. Ist schon, also ich mir gut vor. Ich mach jetzt mal den Dreck da weg. Dass das Ganze halbwegs gut aussehen wird, wenn da Blätter dran sind. Na gut, dann lass mal kurz runtergehen und ein paar Blätter holen. Also ich hab 264er Stacks. Okay. Über Blätter ist der etwa Briefträger oder was? Bist du Briefträger, hä? Ja, bin ich. Gut. Hauptberuflich. Hauptberuflich. Hast du Essen dabei? Ja. Ich snack mir gerade nämlich nur Äpfel. Erpfel. Warte, ich hau noch zwei Äpfel rein. Jetzt wieder, okay. Hier noch Blätter mitnehmen. So. Schwierig, irgendwie, wenn man nicht nebeneinander setzt und das irgendwie mal so kurz austüfteln kann, wie man das im Endeffekt ja Plattform meint. Plattform ist zu groß. Das liegt an der Plattform. Deswegen wirkt das ein bisschen wie eine Keule. Ich denke mal, wenn du da ein großes Blätterdach drumherum machst, ich denke mal, im Endeffekt wird es ja dicker wegen dem Blatt. Und deswegen denke ich mal, wenn du da noch einige Blätter hin machst, geht es schon in Ordnung. Weil im Endeffekt gibt es auch wieder so Lianen, weil sie die einfach hier so runterhängen.
Mach mal kurz dieses Ding hier weg, dieses Dreckding. Es ist irritiert, wenn du es anguckst. Ey, ohne Witz, da müssen wir irgendwann mal noch gucken, ob wir mit Creative Mode noch ein bisschen was hier arbeiten. Also so ein paar Feinheiten zum Schluss noch. Weil sonst ist es nämlich übel beschissen, das irgendwie ohne Creative Mode zu machen, glaube ich. Also nicht irgendwie um Sachen zu cheaten, man kann ja irgendwie genau die Blätter abziehen oder sowas. Oder keine Ahnung. Nein, ich würde zum Schluss nochmal durchfliegen und verbessern. Ja, weil sonst ein bisschen. So, warte, und hier zum Beispiel würde ich jetzt hier so einfach so reingehen lassen. So. Und dann halt hier mit Blättern auch so am Dings entlang, oder? Mach das mal. Ich geh mal kurz runter und guck mir das mal an. Aber auf die Unterseite würde ich auch noch ein paar Blätter machen. Jo, habe ich ein paar gemacht. Also ich finde, so sieht es eigentlich nicht mal schlecht aus. Weil ich bin... Aber ich finde, da müsste man mehr Äste bauen. Also von hier drüben aus sieht es eigentlich voll gut aus mit den Blättern. Jetzt wirkt es nämlich auch natürlich breit. Ich denke mal, es werden ja auch noch mehr Äste. Solche Äste ja. Hätte ich halt so auf der anderen Seite. Aber Max, wir müssen die Äste weiter rausgehen lassen. Komm mal kurz runter. Ja, der sieht, glaube ich, ein bisschen aus wie also so. Also an sich von der Größe her und vom Aufbau ist es echt perfekt. Aber ich finde. Ein bisschen länger. Wobei man unten am Baum auch noch nicht allzu lange Äste hat, wenn du dir mal so einen Baum vorstellst. Ja. Dann machen wir es so, lassen wir die Äste ein bisschen kürzer, okay? Ja. Und dann halt umso weiter hoch, um so die nächsten, ja, genau. Nächsten drei Äste halt noch ein bisschen länger. Ich würde auch gucken, dass wir die Äste nicht jetzt, also dass wir da auf der Höhe jetzt keinen Ast mehr machen, sondern noch ein paar Blöcke weiter hochgehen und dann erst wieder nächsten Ast machen. Ja, weil aber die Äste, die ich jetzt zum Beispiel 3, 4, 5, 6 Blöcke höher bauen würde, würde ich trotzdem noch so kurz bauen. Ja. Und dann auch. Die nächste Ebene Äste halt nochmal ein bisschen dicker, bisschen länger. Wir haben ja auch keine Lianen dabei, gell? Weil ja, aber dafür haben wir die Lianenfarm gemacht. Die bringen da leider nichts. Warte mal, ich aber wir können Lianen, wir haben auf jeden Fall Lianen. Das ist die glorreiche Idee. Glorreich, schwarz. Glorreich, Alter. Reich an Chlor. So, nee, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt weiter. Warte mal, ich guck mal kurz Flashplatten. Speicherplatzium. 33 GB, okay, Leute, ich würde sagen. Wir gehen jetzt noch schnell auf die Burg und beenden da die Aufnahme oder auf alles den Leuchtturm. Klar. Burg oder Leuchtturm? Ging ja jetzt echt schnell, leck mich am Arsch. Ah, ich glaube, hoffentlich habt ihr jetzt. Oh, mach ich mal auf einen auf Lukas oder wie? Ja. Burg oder Leuchtturm? Burg. Nee, Leuchtturm, komm, Leuchtturm. Okay. Ich hoffe mal, dass man das irgendwie auch mal wieder gemerkt hat, dass wir auch noch ein bisschen Spaß an Minecraft haben können. Ja. Warum aber denn auch nicht? Weil ich glaube, dass die letzten Folgen so ein bisschen... Ja, da haben wir einfach irgendwie voll irgendwie keine Themen-Dinger sind so. Richtig, und dadurch, dass wir jetzt bauen können, wir halt da müssen wir besprechen und so. Oh, denke ich mal, es ist eine willkommene Abwechslung. Das werden wir dann eh bald am Main gehen und dann noch die Stadt hier vergrößern. Ja, und wenn wir Main gehen, werden wir viel mehr reden, als wenn wir bauen. Weil wenn wir bauen, müssen wir uns extrem konzentrieren. Also ich zumindest muss ich da konzentrieren, ich sehe irgendeinen Scheiß hinbauen. Weil es soll ja nachher auch noch was aussehen, weil wir haben ja vor, die Welt relativ episch zu gestalten. Unseren Augen nach. Ich glaube, also wenn wir das so weitermachen und, aber ich glaube, der Baum, der muss halt wirklich noch. Bist du schon da? Nee, ne? Ah, da unten ist er. Ich finde aber für die unteren Äste sollten genauso aussehen. Also, wenn du das mal so anguckst, im Endeffekt finde ich, sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. Wenn da so ein paar Lianen runterwachsen und du den Baum mal so vorstellst, ne? Also jetzt kannst du dir... der Baum wird höher. Jetzt kannst du es dir eigentlich ganz gut vorstellen, dass der Baum hier so, ich mach das jetzt gerade mal hier so im Menü, also ich gucke jetzt gerade in deine Richtung, aber für die Leute sieht man das jetzt hier im Hintergrund. Wenn der Baum jetzt hier ist, dann habe ich mir das so vorgestellt, dass wir den hier so hochgehen lassen werden. Und dann halt hier, also hier so irgendwie in die Richtung und dann halt auch noch so ein paar Äste raus. Und im Endeffekt ist hier dann so eine Plattform, die dann hier so mit Blättern umrundet wird und dann halt dann hier noch so ein paar Äste halt auf alle Seiten halt so rausgehen.
Hab jetzt mal für die Zuschauer ein bisschen erklärt. Du hast es jetzt nicht mitbekommen. Aber weißt du halt einfach, weißt, ich weiß nicht, wie ich dir das zeigen soll. Warte mal, ich mach mal ganz kurz. Nee, Max, ich glaube, ich habe da auch meine Vorstellung, die ich dann bauen will. Ich mach mal ganz kurz Folgendes. Ich mach nichts. Ich will dir nur ganz kurz zeigen, wie ich mir das vorstelle. In der Zeit, indem ich da kurz hinfliege und da kurz so rumfliege, wie ich das machen will. Max, ich glaube, ich weiß, wie du das vorstellst. Ich glaube, wir haben die gleichen Gedanken. Also jetzt folg mal meinem Char. Also wenn ich jetzt hier bin, möchte ich diesen Hauptast ganz gut in die Richtung noch so nach oben machen. Also nicht so extrem schräg, wie ich jetzt geflogen bin, aber so einfach in diese Richtung. Okay? Und dann halt, wenn man halt bei diesem Ast ist, halt ganz viele so Äste in die Richtung halt immer so rausgehen lassen, halt wieder mit so verschiedenen Dingern. Weißt du, dass dann irgendwie so eine Art Siedlung an so einem Baum halt dran hast, irgendwie. Ja. Genau, und dann halt, also was habe ich jetzt gemacht? Und dann halt oben auf der Plattform, das soll es halt größer sein. Und im Endeffekt halt dann wieder mit vielen Jahren halt einfach so natürlich halt gestalten, ne? Ja. Genau. So ähnlich habe ich mir das gedacht. Game Mode 0. So, genau, um das einfach mal kurz zu zeigen. Gut, dann würde ich eigentlich auch sagen, beenden wir die Aufnahme, bevor meine Festplatte vollläuft. Und, ja. Hat Spaß gemacht mal wieder, ne? Oh ja. Und, genau, Ich mach mal kurz einen Screenshot für Facebook. Okay. Und natürlich nicht vergessen, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr uns echt hammergeil findet, dann wäre es hammerfett, uns ein bisschen zu verbreiten. Oh ja, und ein Abo da lassen. Oh ja, und wenn nicht, dann nicht. Und würde ich sagen, haut rein, euer Bein. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann, tschüssikowski und tschö. Ciao.